Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Dienstag, den 14.03.2023. Und ja, wir müssen die Bilder weiterführen. Unserem DAX scheint das zu gefallen. Ihm scheint das richtig zu gefallen, dass sich hier auch endlich jetzt mal aus der Range rausbewegt hat. Also, da geht einem ja schon ein bisschen das Herz auf. Endlich mal die Range und dann auch mal gleich einen richtigen Satz verlassen. Sehr gut, das hat er gut gemacht. Wir hatten gestern drüber gesprochen. Ich persönlich hätte, muss schon sagen, fast eher bevorzugt, dass er oben rausgeht mittlerweile, ne? Also es hat mir so lange, wie das hier gedauert hat, gab auch diverse andere Faktoren, die dafür gesprochen hätten, dass wir oben rausgehen können. Ja, also auch wenn man an US-Wahlzyklus denkt und sowas, hätte es schon gepasst, wenn er oben rausgeht. Ich habe mich schon langsam echt mit dem Gedanken angefreundet gehabt, dass er oben rausgeht. Aber es ist uns egal. Wir haben immer gesagt, oben oder unten, irgendwo muss das mal auflösen, das Ding. Und dann müssen wir uns einfach nach ihm richten. Dann muss es uns egal sein, ob wir sagen, hey, die Nachrichten sprechen für uns eher nach oben oder der Faktor oder die Saisonalität oder was auch immer. Das dann einfach zurückstellen und mitgehen. Na, so hatte ich gestern auch gewarnt davor, dass man nicht einfach in die negativen Nachrichten jetzt pauschal reinschalten sollte, wenn Stärke kommt, aber war keine Stärke da. Ne? Der hat ein schönes Aufwärtsgap reingesetzt, da hätte auch viel mitmachen können, das hätte auch durchaus das Zeug dazu gehabt, hier oben rauszugehen. Aber da kam ja nicht eine einzige Kerze, wo man hätte sagen können, okay, da probiere ich mal einen Long. Ne? Also wir haben auch früh in unseren ersten Updates schon geschrieben, also da muss was passieren, muss mindestens jetzt mal wieder über, ich weiß gar nicht, was das da war, 460. Hat man noch einen 360 oder? Also wir hatten so irgendein Niveau uns noch ausgemacht und gesagt, also da möchte ich mindestens erstmal wieder drüber sehen, damit man überhaupt Long probieren kann, weil im Zweifel er sonst halt auch einfach durch das Gap durchfallen wird, insbesondere wenn er dann da unten jetzt noch tiefere Tiefs nachlegt. Ja, und dann puff, kam, bumm, zack, wusch, war unten durch. Kavum hat's gemacht, ja. 15.150, 15.120, das war so ein bisschen mein Ziel, was wir auch in unseren Updates dann drin hatten. Und hat er sogar noch gleich noch einen Schnaps draufgelegt. Und hier die nächste Zone hier um 79, 900 abgelaufen. Finde ich ein bisschen ungewöhnlich. Also ich hätte eher erwartet, dass er in dem Bereich um die 100 hier stottert und dann die 830 fast auch direkt noch nimmt. Aber gut, das wollte er jetzt so machen. So, und jetzt ist halt wirklich wichtig, dass wir jetzt keinen großartigen Turnaround zum Dienstag hinlegen. Und die ganze Soße jetzt hier wieder umdrehen, sondern dass er jetzt auch draußen bleibt. Ich kann aber so weit auch Entwarnung geben, wenn es den Dienstag ein Turnaround jetzt werden sollte, dann läuft er dann anschließend aber auch oben raus. Also ich würde schon sagen, die Range ist jetzt erstmal gegessen. Ja, all jene, die hier mit ohne Stop-Loss und Gegenschlagen und so weiter die letzten Wochentage gut unterwegs gewesen sind, sollten sich jetzt mit diesem Ausschlag hier auf jeden Fall darauf einstellen, dass das, was sie die letzten Wochen gemacht haben, die letzten 4, 5, 6 Wochen gemacht haben, erstmal nicht mehr funktionieren kann und wird, weil er jetzt definitiv das Zeug hat, hier auch Strecke zu laufen und wirklich auch mehrere hundert und nicht nur in dem Fenster, ne? Also auch auf höherer Ebene jetzt hier größere Strecke zurückzumachen. Ich würde jetzt erstmal für den Ausbruch brechen, ne? Also im Zweifel für den Angeklagten. Wir sind jetzt unten rausgesprungen, wir haben die Tageskerze unten rausgeguckt. Das heißt, wir gucken uns natürlich gleich auch an, was muss er machen, um oben raus wieder reinzugucken. Aber ne, erinnert euch an die letzten Wochen, was haben wir immer wieder gesagt, er muss halt einmal irgendwo mal richtig aus dem Band rausschließen, um sich eine Bewegung zu entfachen und zu entfalten. Und wir haben immer gesagt, wenn es oben rausgeht, dann geht er 16.200 und höher. Wenn er unten rausgeht, dann wird er wahrscheinlich eher in den Bereich hier reingehen, auch Richtung Gap. 14.200. Ne, das heißt, in dem Moment, wo wir jetzt hier auf roten Kerzen im Tagesschart bleiben und weiter Schwäche zeigen, flache Rücksätze, wieder nach unten abklappen, weitere Dynamik prime, würde ich hier tatsächlich dann auf der Unterseite erstmal auch auf Short-Seite aktiv bleiben wollen. Ne, oder auch weitere Shorts suchen oder generell Shorts suchen, wenn noch gar nicht geschehen. Ja, weil hier haben wir jetzt wirklich eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass die Range einfach bricht. Bricht sie uns nach unten und er macht am Dienstag keinen Turnaround. Na, und zeigt sich wirklich schwach, drückt vielleicht sogar noch weitere Tiefs nach. Würde ich auch mit jedem tieferen Hoch und jedem tieferen Tief einfach versuchen, da noch ein bisschen was bei der Bewegung rauszusuchen, weil wie gesagt, sie kann halt noch ein paar Punkte einnehmen. Nächste größere Station ist jetzt hier die 835, 800. Dann haben wir einen Bereich zwischen 670 und 5, oder sagen wir mal, dann haben wir die. Wir haben die 830, 800, wir haben die 670, wir haben die 590
Und dann redet man tatsächlich schon um 14.200, gap-close. Na, das wäre so ein bisschen, eigentlich Wunschziel auf der Unterseite und eben sogar hier nochmal da einmal drunter. Na, das wäre auch denkbar. Aber da muss er dranbleiben und dann kann das sogar sein, dass er das in 2, 3 Tagen schon schaffen kann. Na, also er hat eine sehr, sehr, sehr schöne Vorlage gebildet jetzt unten raus. Er hat sich unten rausgelegt. Ja, das heißt, im Zweifel, wenn wir jetzt Schwäche sehen, schwache Erholung, die wieder runterdrehen, fette rote Stundenkerzen, die nach grünen Stundenkerzen kommen, die eher mäßig aussehen, sind das jetzt für uns Punkte, wo wir sagen können, okay, da kann ich jetzt einen Short probieren und dort eben noch was rausholen. Ne? Und dann muss man auch sich nicht hinstellen und sagen, na, der ist jetzt schon so weit gelaufen, da kann ich jetzt keine Punkte mehr holen. In der Regel ist das nicht so. Ne? In der Regel fängt eine Bewegung immer mit einem markanten Punkt an oder Tag an. Und wenn, dann ist das hier erst ein Anfang. Ob das jetzt nach oben oder nach unten anfangen wird, das sei erstmal dahingestellt. Aber auf jeden Fall darf man hier jetzt doch schon ein bisschen mehr Bewegung die nächsten Tage noch mit erwarten. Und wie gesagt, wenn sie auf der Unterseite sind, das kann sich locker bis in den Bereich hier unten entladen. Also da ist noch einiges an Punkten da, die man sich auch holen kann, auch wenn man den Start verpennt hat. Ja, und von daher einfach schön gucken, untergeordnet, ne, wie bewegt sich der Markt, wie läuft er jetzt weiter, wie sehen die Erholung aus. Das hier ist zum Beispiel, das ist schwach, ja. Wenn er sowas dann nach unten anfängt, dynamisch aufzulösen und wieder anfängt, richtig nach unten Zug drauf zu nehmen, kann man da immer noch mal probieren, ein paar Punkte Short zu nehmen. Trotzdem nicht zu sicher sein, Stop-Loss setzen, über markante Hochs hinten Erholungen absichern, damit nicht, wenn die Kiste komplett gedreht wird, weil irgendeine Notenbank dann doch irgendwie noch ein Rettungspaket rausgibt oder sowas, ne, dass man dann nicht vollkommen überrannt wird. Von der Käuferhorde, die dann reinschwimmt und ihre große Chance wittert. Deswegen klares Risikomanagement betreiben und dann kann man hier bestimmt schöne Punkte holen. Also ist auf jeden Fall in der Regel viel, viel, viel leichter als in der Range, jetzt hier die Punkte zu holen. Ne? Wenn man zumindest mit klarem Setup arbeitet. Ja, also das soweit das Risiko oder ja auch die Chance, die wir jetzt noch auf der Unterseite haben. Rücklaufbereich, das sind insbesondere im Bereich um 15.150 als auch hier 2.70, 300 sehr, sehr, sehr interessant. Ne? Wenn er nochmal ein bisschen Schwung holt, am Dienstag vielleicht ein bisschen positiver reinstartet, hier einmal reinschlägt, na, das kann schon 1.50 dann sein, dann dreht er sich wieder nach unten, bringt richtig Dynamik rein. Wäre auch sowas Möglichkeit, um Short zu suchen, auch eine 270, 300 wäre eine Möglichkeit, Short zu haben. Man muss deutlich, deutlich eindrehen. Ja, dann macht der Dienstag einen richtigen Turnaround. Das würde vielleicht so aussehen: ein bisschen höher reinkommen, neues Tief hier runter haben, neues Tief nicht mehr verkaufen, kein Verkäuferdruck auf neuem Tief. Das wäre großes Warnsignal, wenn auf neuem Tief der Markt nicht weiter verkauft, also nicht anfängt nach unten zu beschleunigen, sondern von einem neuen Tief eher auch richtig nach oben anfängt zu zwirbeln. Das wäre sehr, sehr, sehr riskant. Oder sehr, sehr, sehr prädestiniert dafür, diesen klassischen Turnaround Tuesday zu liefern. Und der würde dann nach dem Tief hier bestimmt in eine schöne Mittagserholung reingehen und sich dann über den Abend auch lang nach oben wieder rausstrecken. Und ich sag mal, wenn er dann bei 270, 300 schließt oder sowas, kann das halt auch wirklich sein, dass er dann zum Mittwoch schon das ganze Zeug wieder quasi abrennt oder ausrennt und dann wieder bei 500 steht. Und dann wird über die nächsten Tage oben rausgehen, weil dann war das hier große Bereinigung, großes Stop-Loss wegräumen und großes Freimachen für die nächste Trendbewegung auf der Oberseite und dann kann er hoch. Ne, sowas kann auch durchaus eine schöne Abschusswelle sein, das haben wir auch hier schon mal erklärt oder auch hier erklärt, ne, dass dieses Überraschungsmomentum, dieses Rausstoßen, entweder impulsiver Beginn ist für eine große Welle auf der Gegenseite oder eben auch eine richtige Marktbereinigung, die auf der Gegenseite dann eben Platz schafft. Also von daher hier jetzt schön, schön dranbleiben, schön versuchen mit der Bewegung zu handeln, nicht so viel sich dagegen zu stellen. Das ist was hier sehr gut funktioniert hat in der Bewegungsphase, wird wahrscheinlich jetzt hier gar nicht mehr funktionieren. Ja, also die nächsten Tage damit wirklich ein bisschen vorsichtig sein. Und dass man da einfach nicht überrollt wird. Und dann kann man sich ein paar schöne Punkte holen. Also das geht in der Regel wesentlich, wesentlich leichter. Ja, so, ja, nee, also fassen wir nochmal zusammen. Nach oben haben wir wichtige Bereiche bei 15.150, 15.270, 15.300. Darüber muss man schon fast sagen, sollte man mit Totalkonter rechnen auf 460 bis 500. Ne, dann wäre das komplett ausgekontert und der Weg nach oben komplett offen, könne direkt nach oben durchtürmen, dann auch in der Konsequenz. Dreht er sich aber von diesen Rücklaufmärkten bei 1,50, 2,70, 300 wieder die sehr dynamisch runter. Weitere Tiefs erwarten, auch aus der Bewegung heraus, aus diesem Seitwärts raus, was eher eine schwache Erholung ist, was wir hier gesehen haben, sind auch definitiv weitere Tiefs möglich. Kommen weitere Tiefs, die eben an Tiefs
hier nicht wegzucken, sondern schön durchtreten. Kann man immer mal kleine Rückläufe auch wieder nutzen, die dann erneut abdrehen. Weitere Shorts probieren Richtung 800, 830, als auch Richtung 600 und was hat man hier jetzt für größere Ziele noch? Die 14200 hat man noch. Die 14, schreibt euch das mal am besten auf, ich vergesse das sonst auch wieder. 14,6, was ist das hier? 14,670, 14,590, ja, dann haben wir noch 14,400, 14,93 rum was. Und dann eben Gap Plus 14,200, der für mich dann da tatsächlich sehr, sehr, sehr wichtig wäre. Na, aber hat schön gemacht jetzt hier, gefällt mir. Gefällt mir. Na, und wir hatten gestern ja auch ein bisschen gesagt, er kann unten durch. Na, wenn Schwäche kommt, haben wir gesagt, kann man auf die Nachrichten auch definitiv shorten. Na, da haben wir klar betont. Man sollte bloß eben vorsichtig sein, dass man nicht in die Stärke reinverkauft. Aber die hat sich ja gar nicht gezeigt. Ja, war der von Beginn an hier eigentlich von der ersten Minute nur nach unten gedrückt. Nur nach unten gestrahlt. Da kam gar nichts rein, wo man. Das erste schöne Käuferanzeichen war wirklich erst bei 14.900. Da hat man wirklich gesehen, hier kommen Käufer rein und schwuppdiwupp hat sich auch eine sichtbare Stabilisierung ergeben. Ja, und vorher hätte man dann gar nicht noch. Man hat einfach gar keine Chance, Long-Vorlage gekriegt aus technischer Sicht. Und deswegen hier wirklich meine Empfehlung. Versucht technisch zu bleiben, versucht mit dem Markt mitzuschwimmen. Ne, auch dann seid ihr auch unabhängig der Nachrichten. Sowas kann auch schnell vom Tisch sein. Erinnert euch schon, Ukraine-Krise kam ein schneller Spike nach unten und danach ging es erstmal wieder eine ganze Weile nach oben. Das bevor auch irgendeine Friedensverhandlung oder eine Rettungspaket oder sowas da ist. Ne? Die meisten am Markt wissen das dann schon eher. Und deswegen versucht er nicht zu sehr auf die Nachrichten zu achten, sondern wirklich mitzugehen. Nehmt zur Kenntnis, es ist wieder mehr Nervosität im Markt. Ne? Das heißt, wenn der Markt dann eben auch Schwäche zeigt oder Stärke, kann ein bisschen mehr Bewegung mitgehen. Aber sitzt jetzt nicht vor dem Reuters-Terminal und wartet dann auf die Nachricht und das wird dann schon zu spät sein. Ja? Und deswegen hier schön aktiv dranbleiben und dann kann man aber schon was mitnehmen. Na, also, Ziele unten sind klar, Rücklaufniveaus haben wir klar, wann ist ein Konter, haben wir besprochen, Chancen auf der Oberseite, Chancen auf der Unterseite, jetzt muss man einfach noch gucken, weil wir wissen nicht, was morgen passiert, wir haben keine Glaskugel, ne, aber man kann sich anhand dieser Szenarien, an dieser Teilstrecken, die dann wahrscheinlich werden oder die auch mit höherer Wahrscheinlichkeit dann noch abgelaufen werden, die Bereiche, die angetriggert werden, dann kann man sich hier gut was holen. Ne? Das ist schöne Bewegung. Also bitte, 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 DAX, mach das weiter. Bitte jetzt nicht stehen bleiben und die nächste Range. Bitte, 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 bitte nicht. Also gerne gern von dem Tag in grün, in rot, ach, gerne 10 Mal hintereinander jetzt. Habe ich absolut, also das macht mir viel, viel, viel mehr Spaß, wie dieses Rumgeschiebe hier zu kommentieren. Endlich mal wieder was los, ja. Da freue ich mich, ja. Das macht mir dann auch Spaß. Und dann, da habe ich viel mehr Bock, auch mal einen Trade reinzugeben, wie in so einem Rumgemöre hier. Ne, also hier, wenn der Markt wirklich schön anzeigt, wohin er will, wenn er schön kraftvoll die Richtung vorgibt und man sieht, ja, das ist Schwäche und der zieht weiter und der drückt, da kommt nichts rein, er macht eine kleine flache Erholung oh, und dann drückt er weiter. Und das sind einfach so Momente, da kann man halt. Ich sag mal, technische Trading-Stärke auch wirklich gut ausspielen und das dann eben für sich nutzen. Ja, hier hat es ein Fehlsignal nach dem anderen. Und puff, da, oh nee, das ist immer nicht so meins. Aber hat halt jeder seine Vorteile, seine Nachteile. Ich mache hier zu. Ihr wisst Bescheid. Ne? Versucht neutral, so neutral wie möglich ranzugehen. Das ist das Beste, was ihr machen könnt. Und dann gelingt es euch auch trotzdem, sowas zu shorten. Ja, also weil 480 war klar, da sind wir noch nicht mal dran. 14.800 als Ziel, unten raus, wenn er bricht, ist immer das Ziel gewesen. Da ist man noch nicht mal dran. Das heißt, wenn man hier die Nachrichten vom Wochenende mal völlig außen vor lässt und auch von der Bank, hätte man ohnehin mit einem Bruch hier unten jetzt geschortet. Wäre aber zum Beispiel noch gar nicht draußen, weil die 14.830 noch nicht erreicht wird. Also, ne, das ist nicht so, dass es einen Nachteil bringt, wenn man hier nicht nach Nachrichten guckt. Ne? Also von daher schön. Schön, schön neutral bleiben. Ja. Und dann viel Erfolg. Bis morgen. Tschüss.